KinoCast. Gut, so, die Aufnahme läuft soweit. Oha, hallo, herzlich willkommen. Achso. Ja. Hallo, herzlich willkommen hier zum neuen KinoCast. Hallo, Kate. Hallo, Mann, sag mir doch, dass du anfängst, dann sage ich so einen Scheiß nicht. Habe ich doch gesagt. Hallo, Chris. Hi, ich wusste gleich, dass wir angefangen haben, hätte ich nicht so einen Scheiß gesagt. Geht alles, ja. Hallo zum KinoCast. Und ist dir die Hitze zu Kopf gestiegen, oder was? Könnte sein. Aber ich hab hier sehr viel zu trinken neben mir. Ich habe hier eine schöne Auswahl. Schöfferhofer Weizen alkoholfrei mit Grapefruit, eisgekühlt. Oh. Ja. Dann natürlich normales Wasser. Oh, meine Uhr sagt, ich sollte mich mal entspannen. Stresslevel ist ungewöhnlich hoch. Entspannen Sie sich mal. Das mache ich nachher. Erstmal aufnehmen. Ja, wir reden über Filme. Wir hatten in der Sneak Preview den Film Monsieur Claude und sein großes Fest. Mal schauen, ob das ein großes Fest war, diese Sneak Preview. Dann war ich nochmal mit meinem kleinen Jungen in der, jetzt hätte ich beinahe Sneak Preview gesagt, aber wir waren im Kino im Gloria 2, in dem richtig geilen Saal hier, wo wir eigentlich immer so die Top-Kracher gucken hier von Star Wars über Marvel. Ja, da haben wir den Film gesehen, Lightyear, den neuen Pixar. Und im Heimkino, der Kate hat Hustle nachgeholt, bin ich gespannt, was sie sagt. Ich habe auf Sky irgend so ein neues Ding, was sie da gepusht haben, Vanquish. Aber jetzt merke ich gerade, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Vielleicht lasse ich den noch raus. Ich habe auch noch geguckt, The North Sea. Und dann haben wir hier bei Serien, How I Met Your Father, hatten wir da nicht schon drüber gesprochen letzte Woche? Bin mir gar nicht sicher. Aber jetzt habe ich es komplett durch. Ah, okay. Dann nochmal ein Abbinder sozusagen. Okay. Genau. Ich habe bei The Servant reingeschaut, auch auf Apple Plus. Die neue Serie, was heißt neu, die gibt es schon, das ist glaube ich jetzt schon die dritte Staffel draußen, ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, also Apple Plus ist irgendwie so ein kurioser Dienst, da führe ich mich selten hin, außer es kommt hier irgendwie Ted Lasso oder so. Ja, The Servant, die neue Serie von, na, ich sag schon wieder die neue, also die Serie von M. Night Shyamalan, der hier Sixth Sense und so. Und da habe ich mal reingeschaut, weil das auf der Hausaufgabenliste stand, von Fortsetzung folgt. Aber wenn es heute zu lange dauert alles, dann lasse ich das aus. Dann müsst ihr bei Fortsetzung folgt reinhören. Chris hat ein neues Spiel, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Da habe ich schon viel Gutes gehört bei Game 2. Und ja, mal schauen. Fangen wir erstmal an. Monsieur Claude und sein großes Fest. Chris, das war was, oder? Soll ich es mal? Also der dritte Teil der Monsieur Claude-Reihe. Und hier ist es so. Jetzt ist mein Mikro wieder an, Entschuldigung. Ja. Monsieur Claude und seine Ehefrau, die feiern 40-jährigen Hochzeitstag. Was ist das dann? Platin oder irgend sowas? Ich kenne mich da nicht aus. In die Region werde ich eh nicht kommen. Genau. Naja, hey, wenn der erst mit Bahn 30 heiratet, es wird schon knapp dann. Also 40 dann zu schaffen, Ehejubiläum. Ne? Das wird knapp, da müsste ich schon sehr alt werden. Deswegen. Ja, und da wollen die Kinder, die wir ja aus den vorhergehenden Teilen kennen, und ihre angeheirateten Schwiegersöhne, die wollen da eine Party schmeißen für die Eltern. Nein. Ja, die Frauen. Moment, da muss Frauen ich jetzt gleich mal einhaken. Also, Moment. Jetzt kommt der Lehrer. Naja, weil die Töchter wollen eine Party schmeißen. Genau, die Töchter. Und wie heißt es dann? Entweder ihr helft uns oder ihr kriegt Stress mit uns. So. Und jetzt vertragt euch wieder. Genau, also so war es nämlich. Machen sie natürlich dann mit und der große Überraschungseffekt soll dann noch sein, dass die ganzen Schwiegereltern dann auch mit eingeladen werden sollen, die ja aus aller Herren Länder kommen und alle ihre kulturellen Eigenheiten haben. Die sollen alle mit da zu dem Monsieur Claude in das Anwesen kommen und dann soll eine große Party steigen. Aber das gibt natürlich wieder sehr, sehr viel Trouble in verschiedensten Richtungen, wie man sich denken kann. Also zum einen, wenn die dann alle anreisen und erstmal wollen manche gar nicht anreisen, die müssen überredet werden und ja, dann ist noch die Planung, was gibt's. Manche kommen schon von alleine. Ja, dann ist noch die Frage, was gibt's da zu essen, was soll es da geben? Es soll ein bisschen was aus jedem Land geben und ja, und alles, was da so geplant ist. Weil natürlich der Monsieur Claude auch überhaupt keinen Bock hat auf die ganzen Leute und der will eigentlich seine Ruhe haben und so. Ja.
Ich glaube, viel mehr brauchen wir gar nicht sagen. Das sind halt eher so die ganzen Sachen, die dann so drumherum passieren, um diese Planung, um diese ganze, ja, diese ganze Familiendynamik, die da entsteht. Und wie halt bei den anderen Monsieur Claude-Teilen eigentlich auch, ne? Der Weg ist hier irgendwie das Ziel. Und aber ja, der Klassiker halt. Ging auf jeden Fall sehr, sehr gut in der Sneak, fand ich. Also gab es sehr viel Gelächter. Hatten sehr viel Spaß alle. Ja, manche hatten mehr Spaß als andere gefühlt. Stimmt, da saß links vorne einer, der hat sich da weggeschmissen. Also ungefähr so wie bei der Staffel LOL hier, Last One Laughing, wo sie dann den einen Typen reinholen, der da so übelst lacht. Wisst ihr, wen ich meine? Ja. So ungefähr so ein Typ saß da im Kino. Der hat sich schon beim Vorspann halb kaputt gelacht irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nee, es ist aber auch zu Recht. Also ja. Es war, also wir hatten den ersten Monsieur Claude auf jeden Fall in der Sneak. Ich weiß nicht, ob wir den zweiten Monsieur Claude auch hatten. Ich glaube aber. Doch, wir haben beide gehabt. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass wir beide hatten und dementsprechend hätten wir also da die drei voll gemacht. Und es war das gewohnt charmante, etwas überspitzte Multikulti-Aufeinandertreffen mit Monsieur Claude, mit Christian Clavier, das äußerst viel Spaß gemacht hat in vielen Momenten, teilweise ein bisschen drüber und überdreht war, also wenn ich da wir bauen eine Mauer und wir graben einen Tunnel und was weiß ich was alles denke. Ach ja. 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 Und trotzdem hatte der Film einen eigentlich komplett eigenen Charme, den er komplett durchgezogen hat. Und das mag ich. Dieses angenehme Tempo, was die Filmreihe mit sich bringt. Dann noch der potenzielle neue Schwiegersohn. Helmut, oder wie hieß er? Helmut. Ach Gott, der mal Porsche gefahren ist. Aber richtig großartig. Einfach so, wir bedienen uns einfach an allen Klischees, die es gibt und hauen da drauf rum. Es hat echt Spaß gemacht. Also es war kurzweilig, es war Anschauen und es war ein Film, der echt keinem wirklich wehtut. Ja, wehtun auf jeden Fall nicht. Soll halt Spaß machen und ja, ist ja also das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Also wir hatten echt viel Spaß im Kino. Wobei ich mich langsam frage, diese ganzen ja, der teilt ja irgendwie gefühlt in alle Richtungen aus und ja, ob das nicht trotzdem rassistisch ist, was da passiert. Und auch wenn er gegen alle hetzt, ne, und gegen alle irgendwas hat, aber ja, es ist halt einfach so überspitzt dargestellt, so satirisch und so. Ich bin gespannt, wie lange die Reihe noch durchhält, so auch vom Kinoerfolg her, weil die anderen waren ja auch sehr erfolgreich, Monsieur Claude 1 und 2. Und bin ja gespannt, wie der funktioniert. Kommt ja auf jeden Fall dann demnächst ins Kino, schätze ich mal, und ist auch eine günstige Zeit jetzt, wenn der Sommer beginnt, so eine locker leichte Komödie. Am 21. Juli steht hier, stimmt das? Ja. 21.07. ja. Also ist noch ein Stückchen hin und dann beginnen ja auch irgendwann die Ferien und so. Vielleicht gucken dann viele mal den Film im Kino. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Da ein bisschen ja, drin. Also ich glaube, es ist ein gewohnt eingespielte Team und deswegen... Ich glaube, ich werde dann sogar noch mal reingehen hier, gucke ich noch mal mit meiner Frau an oder so, weil wir haben die anderen beiden auch zu Hause noch mal geschaut und sehr gefeiert. Das ist schon lustig. Ach, ich mag auch den Christian Clavier, der hat ja den Asterix gespielt in der Realverfilmung, der ist irgendwie cool. Jetzt mittlerweile hat er aber ganz schön zugenommen. Damals war er noch deutlich schlanker. Naja, also von mir bekommt Monsieur Claude und sein großes Fest 7,5 von 10 Punkten. Ich bin bei 7 von 10, weil halt, ja, er tut kein weh, er macht Spaß, ist kurzweilig. Ist jetzt nicht der, oh mein Gott, Film des Jahres und trotzdem. er macht Spaß. Top Sneak-Film, auf jeden Fall. Ja, finde ich Sneak echt richtig gut. Und was steht denn da vielleicht morgen auf dem Menüplan? Was könnte denn da kommen? Der Tipp von der Kinoleitung lautet: kein Entkommen. Wobei ich das jetzt so dramatisch sage, ich weiß nicht, ob das so gemeint ist. Getippt wurde von dir, Erik, The Survivor. Ah, hat wieder keine andere. Okay, ja. Es ist Survivor. Zu warm. Die Menschen tippen nicht. Ah, die können aber ins Kino gehen, es ist kalt. Das stimmt. Das stimmt.
Wenn es euch zu warm ist, geht ins Kino, da ist Klimaanlage. Einer der Gründe für Lightyear, den wir ja im Kino gesehen haben, also mein Kleiner und ich. Und zwar waren wir zu einer ganz komischen Zeit, wir waren irgendwie 18.15 Uhr oder so in der Vorstellung, weil da war es Gloria 2 verfügbar für diesen Film. Und da haben wir gedacht, ja, nehmen wir das. Und wir haben festgestellt, wir hatten das ganze Kino für uns alleine. Das war natürlich, voll also, cool. Ja, wer geht auch schon Freitag, es war halt Brückentag, ne? Und ich war zu Hause, ich hatte frei und habe ich gedacht, ja, da gehe ich gleich mal 18.15 Uhr und da ist natürlich keiner. Also danach habe ich schon geschaut gehabt, da war sehr, sehr viel ausgebucht in den Abendveranstaltungen und auch am Samstag ist alles voll gewesen, Nachmittag auch. Aber bei uns, wir hatten das ganze Gloria 2 für uns alleine und da habe ich schon gedacht, ja, da hätte ich ja gar nicht die tollen Sitze buchen müssen, die hätte man einfach nehmen können, aber nee, ich habe natürlich die schönen Sitze gebucht gehabt und ja, meinem Kleinen hat es auch sehr gut gefallen. Ja, Lightyear geht um die Figur, die wir ja aus den Toy Story Filmen kennen, aus Buzz Lightyear. Da gab es ja dieses Plastikspielzeug, was der Andy dann, oder eins von seinen Lieblingsspielzeugen dann. Und der Andy erzählt ja, dass das auf seinem Lieblingsfilm basiert, diese Buzz Lightyear Figur. Und das soll quasi jetzt dieser Film sein, den wir zu sehen bekommen. Und ist, wie gesagt, der neue Pixar-Film. Und hier geht es um den Captain Buzz Lightyear, der ja bei so einer Elite-Einheit im Weltraum unterwegs ist, so eine Star Force oder so ähnlich heißen die. Und Space Rangers heißen die. Und dann geht aber das eine Mal ein bisschen was schief, weil der ist auch ein bisschen ja so überambitioniert und versucht, die Risiken auch immer in Kauf zu nehmen und so. Und als er seine, die haben da so ein riesiges Raumschiff, das nennen sie die Rübe, weil das so aussieht wie so eine Rübe, so komisch rund geformt. Und da sind viele von den Space Rangers dort im Hyperschlaf. Und er wird aufgeweckt und soll halt gucken, was da los ist bei dieser Mission. Da gab es irgendwie eine Meldung und er wird aufgeweckt. Und dann muss er das Raumschiff so navigieren und übertreibt es halt ein bisschen und das ja, schlägt an und sie müssen dort notlanden auf diesem Planeten, auf dem sie da vorher gewesen sind. Und ja, dieser Planet ist jetzt nicht gerade lebensfreundlich, da gibt es irgendwelche so komische Ranken, die immer mal so Leute einfangen und versuchen unter die Erde zu ziehen und so. Das ist jetzt ein sehr feindlicher Planet und irgendwelche komischen Fluggeschöpfe, die dann immer mal jemanden fangen. Und sie kommen aber nicht von diesem Planeten weg, weil sie brauchen da so eine Art Kristall, so ein Antriebskristall. Und das, da gibt es nur die eine Möglichkeit, dass sie eben selber dort Bergbau betreiben. Und Chris, wir kennen das ja aus diversen Spielen und so, du musst dann halt irgendwas craften und dann das weiterentwickeln. Und genau so Klassiker halt. Müssen die das dann halt auch machen, bis sie dann halt eben ihre Bergbaustation haben und so. Und da vergeht halt auch ein bisschen Zeit und parallel dazu gibt es so einen Computer, der versucht, diese Mischung für diesen kristallinen Brennstoff, den die haben, das ist wie so eine, wie bei Galaxy Quest, halt hier so eine kleine, ja, keine, da war es eine Beryllium-Kugel, hier ist halt in so einer Röhre drin, so ein kleines leuchtendes Mineral, was denen ihr Treibstoff ist. Und Buzz Lightyear probiert oder soll dann diese Treibstoffe immer mal ausprobieren in so einem Testflug. Und dieser Testflug führt von diesem Planeten weg, einmal um die nächstgelegene Sonne und wieder zurück. Und als er seinen ersten Testflug macht, stellt er fest, dieser Effekt, den wir auch schon aus Interstellar kennen, das heißt, wenn er jetzt sich nahe Lichtgeschwindigkeit bewegt oder an die Lichtgeschwindigkeit rankommt, dann sind die Personen auf dem nahegelegenen Planeten 4 Jahre gealtert, ne? Und er muss halt einige Tests machen und jedes Mal altern alle und ist auch seine Freunde werden alle halt immer älter, aber er ist halt der Einzige, der das da machen kann und der das in Kauf nimmt, auch dieses Risiko, dass er dann irgendwann niemanden mehr hat. Und ja, und der Treibstoff ist halt nicht sehr stabil und sie müssen halt immer wieder probieren und die Zeit vergeht und so weiter. Und irgendwann gibt es dann halt auch noch einen Test, der so erfolgreich ist und dann katapultiert ihn aber gleich viel weiter weg in die Zukunft und da ist dieser Planet schon von einer, ja, von dieser, ihr könnt euch vielleicht bei Toy Story erinnern, da gab es diese Zurks auch, die Erzfeind von Buzz Lightyear und diese Roboterarmee, die
besetzt dann schon diesen Planeten und wollen diese Menschheit, die hat sich unter so eine Kuppel geflüchtet, die mit Lasern abgesichert ist, und die wollen die einnehmen, und er kommt dann halt dazu und er wird selber auch erstmal verhaftet. Viel mehr will ich mal nicht verraten. Es gibt dann noch, na, ein bisschen was noch, es gibt dann noch so eine Art Resistance-Bewegung, die er dann gleich relativ schnell kennenlernt bei seiner ersten Landung auf dem Planeten wieder, nachdem er da entkommen ist erstmal, und so eine Rebelleneinheit, den schließt er sich an, und das sind die kuriosesten Figuren überhaupt, und mit denen zusammen will er dann die Mission durchziehen, dass sie eben auf das Zork-Raumschiff dort eindringen und die Bösen überwältigen, damit eben die Roboter alle gekillt werden, ja. Klingt vielleicht ein bisschen sehr kindlich alles, so mit Robotern und so weiter, hat aber an manchen Stellen erstaunlich viel Tiefe gehabt. Also nicht nur diesen philosophischen oder ja metaphysischen Effekt von diesem Altern, ja, was löst das aus, weil natürlich auch seine Freunde altern mit und seine beste Freundin, und die ist dann halt, verstirbt dann halt auch auf seinen Testflügen, ist dann halt irgendwann nicht mehr da, und mittlerweile schon die Kinder von ihr da, und ja, bis hin zu, ja, ich sag mal so, dem Bösewicht, den er dann gegenübertritt. Also das hat dann auch nochmal eine sehr große Tiefe, wo ich gedacht hatte, boah, was die hier reinpacken in so einen Kinderfilm. Ich habe mal rübergeguckt zu meinem Kleinen, der hat das auf einer anderen Ebene, hat ihm dieser Film gefallen. Also ich sehe den ja aus der Ebene von Erwachsenen mit einem gewissen Filmwissen. Und da waren Sachen drin, wo ich dachte, boah, das hätte Christopher Nolan ja noch nicht mal angepackt, solche tiefen, tiefen psychologischen Sachen hier. Und es hat mich sehr überrascht. Und insgesamt ist es aber jetzt nicht so ein bewegender Film, wie jetzt vielleicht Oben war, wo man teilweise geheult hat und so. Hier gab es aber auch sehr, sehr coole Szenen, sehr, sehr bewegende Szenen. Ist auf jeden Fall ein Top-Pixar-Film, keine Frage. Also Pixar ist ja immer top-notch und auf jeden Fall sehr, sehr schönes Ding. Ich fand es so ein bisschen schade, dass diese Starman-Version, die im Trailer war, von diesem David Bowie-Song, dass die nicht im Film irgendwann vorkam. Fand ich ein bisschen schade. Aber von mir auch 7,5 von 10. Ich hatte viel Spaß dabei. Wir beide hatten viel Spaß. Für groß und klein was. Und ja, ist wahrscheinlich eher wieder so ein Jungs-Pixar-Film. Wie schlimm war der Kuss der zwei Frauen? Ach, das war überhaupt nichts. Ich habe erst gedacht, weil da gab es eine Szene, ich habe erzählt, seine beste Freundin, ne? Und die hat dann halt auch irgendwann sich getraut, die eine Frau anzusprechen, ja, die ihr immer gefallen hat und so. Und ja, da dachte ich erst bei der einen Szene, da sind die sich so nahe gekommen, dachte ich, oh, jetzt haben sie bestimmt den Kuss rausgeschnitten, weil das ging so in die Richtung, dass sie sich gleich küssen. Und da habe ich gedacht, ey, nee, die werden das doch nicht rausgeschnitten haben, aber da kam dann später nochmal. Aber wirklich nur so ein ganz flüchtiges, also nicht der Rede wert. Aufgrund dieses Kusses wird der Film in 14 Ländern auf der Welt nicht gezeigt. Ich weiß. Aber das ist so peinlich. Aber es war wirklich heutzutage sehr, sehr süß dargestellt, auch die Szene und so. Ja, wirklich, wirklich schön, wie die dann auch, ja, ich will es nicht verraten. Also er hat wirklich so ein paar herzerweichende Momente gehabt, hat mich nicht so sehr bewegt wie jetzt Oben, der natürlich, oder alle Hals über Kopf? Nee, alles steht Kopf. Ja, die doch durchaus mehr drin hatten. Hier ist schön viel Action drin, sind viele, ach, natürlich, sehr viele Anspielungen auf andere Kinofilme und Franchises. Dadurch, dass natürlich Disney jetzt auch Star Wars im Haus hat, können sie natürlich auch selber da ein bisschen, da waren ein paar coole Sachen drin, ist klar. Ja, mir hat er gefallen. Also geht da rein, liebe Eltern, liebe junggebliebenen Erwachsenen, guckt euch Lightyear an. Ist ein schöner Pixar-Film. Und wartet nicht drauf, dass der irgendwann auf Disney Plus kommt, sondern also Filme mit Weltraum-Szenen, die kommen einfach wesentlich besser im Kino. Und hier waren wirklich auch so Szenen drin, wenn er dann so beschleunigt hat Richtung Lichtgeschwindigkeit, wenn sich dann die Sterne wie bei Star Wars halt so zu Linien verändert haben und so. Das sieht schon geil aus im Kino. Große Empfehlung von mir, 7,5 von 10. Und ich habe meinen Kleinen gar nicht gefragt, wie er ihm gefallen hat. Aber der war eh begeistert da insgesamt von dem Film. Ach so, mal gucken, was für Trailer kam. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Erster Trailer, die Minions auf der Suche nach dem Mini-Boss. Sieht furchtbar aus, muss ich sagen. Also, puh, ich glaube, das Thema Minions ist irgendwie durch, aber der wird wahrscheinlich trotzdem ein Kinoerfolg werden. Dann Räuber Hotzenplotz, deutsche Produktion. Weiß ich noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Trailer sieht ganz okay aus. Alfons Zitterbugge,
ein, oh Gott. ein das hat damals in der DDR jeder gelesen, das Buch Alfons Zitterbacke. Es war quasi das DDR-Kinderbuch, aber damit hat der Film nichts zu tun, wie ich im Trailer festgestellt habe. Der Trailer ist einfach, da ist Alfons Zitterbacke ein Teenie und die gehen auf irgendeine Klassenfahrt. Wir hatten doch letztens mal so ein, war das eine Rezensionsdisc, wo die da irgendwie nach Kroatien gefahren sind, da mit so einem Bus? Oder was waren das? Ach nee, das war dieser YouTuber-Film oder so. Wisst ihr, was ich meine? Du hast, glaube ich, davon erzählt. Habt ihr schon vergessen, oder? Ja, ich glaube schon. Der Chris hat es doch auch geguckt, oder? Nee, wie ist das? Endlich Klassenfahrt oder so? Ja. Oh Gott. Und so ähnlich sah der Trailer auch aus. Also ganz furchtbar. Puh, möchte ich abraten. Also das Alfons Zitterbacke Buch, also die, die es kennen, die werden, also die damit aufgewachsen sind, das ist echt schöne Scherze und Streiche, die der macht. Und ja, vielleicht so ein bisschen vergleichbar hier mit, kennt ihr noch Pepe der Paukerschreck? Da gab es so eine ganze Serie, der immer so dem Lehrer Streiche ja. spielt und so. So ungefähr sowas als Kinderbuch, ne? Dann kam DC League of Super Pets hier mit diesen Superhelden-Hunden, weil Superman und so weiter, die werden alle gefangen genommen und die Hunde, die müssen halt versuchen, da ihre Herrchen zu befreien. Das sah witzig aus. Und ein extrem witziger Trailer, Bob's Burgers. Der fängt an wie eine Burger-Werbung. Also richtig so, denkst du, hä, macht jetzt hier Burger King-Werbung? Also und dann schaltet das auf einmal um auf Zeichentrick, so, ja, hallo. Okay, ja, das waren die Trailer, die natürlich bei dem Kinderfilm eher für Kinder angepasst sind. Und jetzt gucken wir doch mal, was so Neues in den Kinocharts drin ist und was Neues anläuft. Kinocharts und Neustarts. Platz Nummer 5. Oh, ist die Gangster Gang ist wohl wieder drin. Wegen Ferien hat man wohl einen Kinderfilm wieder reingenommen. Kann sein, ne? Wahrscheinlich, ja. Auf Platz 4, die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Den hätte ich gerne in der Sneaker. Da habe ich jetzt wieder ein paar Ausschnitte gesehen. Der sieht super aus. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja, genau, nochmal schnell im Kino gucken, bevor der dann nur noch auf dem kleinen Bildschirm zu sehen ist. Das erinnert mich mit der Geschichte der Menschheit übrigens an einen Comic, das ich vorher gesehen habe, wo siehst du aus dem Weltall die Erde und fliegt ein Raumschiff mit irgendwelchen Dinos oder was ich was drauf zu. Und sagt der eine, ich hoffe, der, aber bald sind wir wieder zu Hause, ich hoffe, der Affe hat nichts angefasst. Auf Platz 2, cool. Top Gun Maverick. Ja, Platz 1, Jurassic World, ein neues Zeitalter. Den wir noch nicht gesehen haben. Kate. Den wir auch nicht sehen werden, glaube ich, im Kino. Oh. Nee? Okay. Ja, doch nicht? Okay. Ach, nee. Ich habe nicht Gutes gehört. Ja, eben. Das ist ja mal ein Problem. Gutes von Top Gun Maverick. Guck mir den im Hype-Kino an. Von Top Gun Maverick hatte ich ja Gutes gehört, deswegen, ja. Und ich bin ja jetzt so ein bisschen da geneigt, in diesen Massive Talent reinzugehen, weil ihr da so gut berichtet habt. Der ist so geil. Ja, aber da wirst du auf jeden Fall Spaß haben. Du wirst auf jeden Fall drin Spaß haben. Hier, Neustarts, 23.06. läuft an The Black Phone mit Ethan Hawke als Serienmörder. Oh. Hat er wahrscheinlich so zwischendurch mal, nachdem das er... Das sieht so böse aus, der Trailer sah so böse aus. Nachdem er die Serie da auf Disney Plus gedreht hat, hat er einfach mal hier nochmal losgelegt. Was läuft noch an? Wäre doch auch was für die Sneak, oder? Es gibt kein Entkommen. Ja, könnte sein. Gibt's da kein Entkommen? Ich weiß es nicht. Tja, ebenfalls läuft an Elvis, Biopic über den Musiker und Schauspieler Elvis Presley, dargestellt von Austin Butler mit Tom Hanks und Austin Robert Butler und Helen Thompson von Baz Luhrmann. Ich wollte Luther, ich wollte noch ein T einführen. Baz Luhrmann. Bin ich so froh, dass der das Sneak an uns vorbeigegangen ist. Ja. Der ist halt lang wahrscheinlich wieder, ne? Der ist lang und es wird nur. Aber er sieht schon gut aus. Nur gesungen, also. Ja. Naja. Ist wahrscheinlich wieder sehr schwülstig, wie fast alle Baz Luhrmann-Sachen. Also wer es mag, der wird das abfeiern. Und wer es nicht mag, wie ich, der wird leiden. Anime-Film läuft noch an. My Hero Academia, Movie 3, World Heroes Mission. Ich habe dazu keine Ahnung, kann ja nichts sagen. Kann ja nichts zu sagen. Dann läuft an A Day to Die, Actionstreifen mit Bruce Willis als korrupten Kopf von Wes Miller mit Kevin Dillon. Bruce Willis, Frank Grillo und weiteren. Ich glaube, den hatten wir in der Sneak. Ja, sieht der Trailer ganz gut aus, aber der Film ist scheiße, auf gut Deutsch gesagt.
Es läuft auch noch ein Cop Secret. Da hatten wir, glaube ich, irgendwie einen Screener-Vorschlag bekommen. Den wollte aber keiner von euch, hat sich gemeldet. Ist, glaube ich, ein skandinavischer Thriller, Actionfilm, keine Ahnung. Ja, wenn ich so auf die Schauspieler gucke, Hannes Por Haldorsson, Audun Blöndal, Egil Einarsson, wahrscheinlich ist isländisch oder sowas. Dann läuft noch ein Chiara, raues italienisches Drama um eine Teenagerin, die nach dem plötzlichen Verschwinden ihres Vaters nach Antworten sucht. Von Jonas Carpignano mit Swami Rotolo, Grecia Rotolo und Claudio Rotolo. Ja. Haben wir die ganze Rotolo-Familie. Ja, ich gucke gerade mal, was noch so anläuft hier. Was ist mit dem? Sind alles Dokumentationen oder so? Die Geschichte, die Kunst der Trommel. Animals, wie wilde Tiere. Animals, ja. Das ist mal aber auch nicht so viel. Steht doch bei... Ach doch. Suspect? Das klingt nach was Koreanischem. Animals. Geht es um einen Mann, der seine Homosexualität versteckt. Und als er eines Tages der Liebe seines Lebens begegnet, kann er das Versteckspiel kaum noch verheimlichen. Ist ein bisschen peinlich. Also The 12th Suspect. Der ist von 2019. Der startet jetzt aber auch bei uns. Das ist ein koreanischer Film. In einer Herbstnacht im Jahr 1953 wird der berühmte Dichter Baek Do-hwan im Namsam, Seoul, ermordet. Am nächsten Tag besucht der Ermittler Kim Ki-jae, gespielt von Kim Sang-kyung, das Oriental-Café. Es stellt sich den Anwesenden im Café als Master Sergeant des Kutier Intelligence Corps vor. Kim Ki-jae beginnt sich zu erkundigen, ob irgendjemand dort in den Tod von Baek Do-hwan verwickelt war. Okay. Ja, also, das koreanische Filme, ne? Also, aber schon 3 Jahre alt. Ja, den gibt es doch bestimmt schon irgendwo im Heimkino. Fetz ich mal. Apropos Heimkino, da haben wir ja auch was gesehen. Heimkino. Mega Überleitung. Ja, ne? Genau, ich habe Vanquish geguckt, weil den hatten sie auf Sky ganz gut beworben und fällt auch so ein bisschen in die Rubrik Trailer, hui, Film, pfui. Kann ich gleich mal sagen. Ich habe erst gedacht, ja, Morgan Freeman spielt da mit, Ruby Rose spielt mit und der Trailer sah ja so aus, so wie ein, ja, da gibt es halt irgendwie so einen Typen, gespielt von Morgan Freeman, der so eine Frau durch die Gegend schickt, die soll halt so Geld einsammeln, ne? Und ja, das ist halt dann auch so, also die soll irgendwelches Drogengeld einsammeln, weil er hat sie da irgendwie in der Hand mit was und das Ganze fühlt sich an wie zu Corona-Zeiten gedreht, ist es wahrscheinlich auch, weil das heißt, Morgan Freeman sitzt eigentlich nur in einem Raum die ganze Zeit und ist über Headset irgendwie, redet mit ihr und alles ist mal ganz kurios geschnitten und Ruby Rose ist halt draußen irgendwo unterwegs, fährt so durch menschenleere Straßen mit ihrem Motorrad und sammelt irgendwelche Gelder ein und muss halt teilweise auch da ein bisschen zulangen, weil die Leute ihr das nicht geben wollen und ja, es ist extrem langweilig, der Film. Mir hat einfach Ruby Rose fand ich ganz okay als Darstellerin, aber selbst Morgan Freeman war hier nicht gut. Und ja, genau, also, ach ja, genau, ich lese ich gerade, Morgan Freeman hält die Tochter von ihr gefangen, das war's. Das ist das Druckmittel. Aber echt, wirklich wie so eine zu Corona-Zeiten entstandene Billigproduktion, die normalerweise dann irgendwo relativ schnell in einem der Streaming-Dienste irgendwo auf der dritten Anklickseite verwurstet wird oder so. Also muss man nicht gesehen haben. Hat hier bei, ich bin gerade bei Moviepilot, hat es 3,5 von 10. Ich gebe 3 Punkte. Und ja, also falls ihr den irgendwo seht, der läuft jetzt gerade auf dem Hauptsender hier von Sky, wo die ganzen neuen Sachen laufen. Also braucht ihr nicht gucken. Kate, was erzählst du zu Hustle hier? Jetzt hast du ihn auch gesehen. Ja, ich habe den nachgeholt, weil ihr den letzte Woche vorgestellt habt. Und der klang ja richtig gut. Und deswegen habe ich gedacht, gucke ich da auch mal rein. Und mir hat er auch gefallen. Ich konnte nur mit den ganzen Basketballbegriffen nichts anfangen. Und ich habe auch die ganzen Stars nicht erkannt, die sich da selber gespielt haben. aber war schon ein cooler Film. Also muss man schon sagen. Ich fand auch, dass die Harmonie zwischen Adam Sandler und Queen Latifah ganz gut funktioniert hat. Ja, und auch dieser junge Mann, den er dann da entdeckt, den Bo Cruz, den fand ich auch sehr charmant. Ja, alles allem ein guter, runder Film.
Aber ich habe halt dieses ganze Basketballgedöns nicht verstanden. Aber ansonsten war er gut. Definitiv, ja. Ich habe auch manche nicht erkannt. Also kommen ja am Schluss, zeigen sie ja alle, ne? Ja. Yeah. Wo ich dann dachte, okay, kenne ich jetzt nicht. Also weiß ich jetzt nicht, was mit dem da. Kenn ich nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass Adam Sandler, der wird ja gerade in allen möglichen Foren und so weiter, wird er so extrem gefeiert für den Film. Und er hat es auch voll verdient. Der ist richtig gut, der Film. Und ist er auch, ja, das stimmt. Auch so alles, wie der Film aufgesetzt ist, der ist halt wirklich, um das ja, ganze Thema Basketball auch so ein bisschen zu feiern und dem auch mal einen schönen Film zu widmen. Da war ja der letzte Space Jam eher enttäuschend. Während der vorhergehende Space Jam hat es ja noch ein bisschen mehr gefeiert, der alte. Und ja, sehr schön. Okay, ich habe noch einen geguckt. The North Sea. Den könnt ihr da auch auf diversen Streamingdiensten oder jetzt wahrscheinlich bei Sky oder so. Bei The North Sea, das ist ein, glaube ich, ein norwegischer Film oder ein schwedischer oder irgend sowas. Also irgendwo aus Skandinavien kommt der Film. Und, nee, Norwegen sehe ich gerade hier. Und es geht um so Bohrinseln in der North Sea. Wer hätte es gedacht? In der Nordsee. Wow. Und okay. Ja, das hat noch ein bisschen so eine kleine Unternote, weil durch den Raubbau an der Natur, halt das Abpumpen von den ganzen Öl und Gas und so weiter, hat sich natürlich dann auch das alles ein bisschen verändert. Es ist ein bisschen brüchig geworden, der Meeresboden und so. Und das führt halt dazu, dass plötzlich so eine von diesen Bohrinseln so zusammenstürzt, weil der Boden unter ihr zusammenbricht, weil eben unten drunter so viel abgepumpt wurde, dass da halt ein großer Hohlraum war. Und ja, es werden dann so ein paar Leute gerufen, die sich das anschauen sollen. Und der eine, das ist der Mann von der einen Frau, die wir da die Hauptpersonen sind. Und der geht auf diese Bohrinsel und soll da noch was richten. Die eine, die ist noch intakt und da soll er noch gucken und checken. Und dann geht aber auch einiges schief. Alle werden evakuiert und der Mann bleibt zurück. Und die Frau macht sich dann auf den Weg zu dieser Bohrinsel und muss sich dann auf dieser immer mehr zusammenbrechenden Bohrinsel, wo alles mögliche explodiert und sonst was, will sie ihren Mann finden. Und dazu kommt noch die Brisanz, dass aus dem Meeresboden dann Öl austritt und die norwegische Regierung hat die grandiose Idee, dieses Öl zu entzünden, damit sich das nicht so verteilt, dieser Ölteppich, weil sie sagen, die Umweltkatastrophe ist kleiner, wenn sie den Ölteppich dort vor ihrer Küste entzünden und das lokal begrenzen, als wenn dieser Ölteppich dann einmal so quer durch Europa durch die Meere zieht und so. Ja, und sie ist, oder die Frau hat sich halt mehr oder weniger in einer alleinigen Mission, Single-Mission auf den Weg gemacht, also weiß keiner, dass sie da ist und da noch jemand retten will, also da drückt dann halt auch die Zeit ordentlich, bis dann halt das Feuer immer näher kommt und ja, bis ihr Mann dort findet. Und trotz, dass es ein norwegischer Film ist, sieht er erstaunlich gut aus. Also die Effekte mit diesen Bohrtürmen, wenn das an die Luft geht und so. Wir hatten ja auch schon mal Deepwater Horizon in der Sneak Preview. Das war natürlich ja eine Hollywood-Top-Produktion. Hier ist halt ein norwegischer Film, der aber auch durchaus ein bisschen spannend ist, wenn man einmal dann kapiert hat, was sie eigentlich machen wollen, weil das dauert ein Stück am Anfang, bis sie so ein bisschen in die Spur finden und wo es dann richtig zur Sache geht. Und er hat mir durchaus schon, ja, ich fand ihn okay, hat Spaß gemacht, war über dem Durchschnitt auf jeden Fall. Deswegen Actionfilm aus Norwegen über Stirb langsam auf einer Bohrinsel sozusagen. 6 Punkte von mir. Und dann sind wir durch mit den Filmen, die wir gesehen haben. Ah, aber es gibt ja auch immer noch das Seriengenre. Serien. Chris, hast du den Vater getroffen? Ja, ich habe es ja letzte Woche aber schon angefangen mit, von How I Met Your Father. Ich habe es jetzt zu Ende geschaut. Und ich muss sagen, ich hätte auch ohne diese Serie gut weiterleben können. es ist leider nicht wirklich arg viel besser geworden, wie letzte Woche schon berichtet. Also es ist, ja, man kann es anschauen, ob man es als Serien-Highlight titulieren muss. Es ist halt, ja, es kommt nicht keiner Weise und irgendwie und irgendwas an das Original ran. Dazu ist leider zu viel abgekupfert, dazu sind die
Ideen manchmal einfach zu platt. Und es ist schade. Also ich denke, dass eventuell Potenzial vorhanden wäre, nur wenn eine der Hauptdarstellerinnen eigentlich immer in Unterwäsche rumrennt, hat man es irgendwann kapiert, dass sie eigentlich ganz schön heiß sein kann. Dass der Engländer kein wirklicher Barney-Ersatz ist und dass da auch alles so ein bisschen ist. Also, ja, was soll ich sagen? Schwierig, schwierig. Man sollte mal reinschauen, um sich selbst ein Urteil zu bilden. Wenn man es nicht macht, hat man auch nicht viel verpasst. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also, ob wie viele Staffeln da geplant sind. Wenn wir nebenher gucken, ob da überhaupt noch was geplant ist. Aber prinzipiell ist es, ja. Ja. Also ich habe nicht weitergeguckt. Ich habe auch nicht weitergeguckt. Ich habe ja nur die ersten zwei Folgen habe ich geschaut gehabt, ja. Oh, ich gucke gerade bei Rotten Tomatoes. Also puh, das Tomatometer ist 38%. Average Audience Score, was ja immer sehr wichtig ist, wie, also manchmal sagen ja die Kritiker, oh, der ist die Serie ist scheiße, aber dann finden es die Zuschauer trotzdem toll. Und hier finden es auch die Zuschauer nur zu 52% toll. Ich bin mir da nicht sicher, ob es da noch eine weitere Season gibt. Oh, doch, gibt es. Ja? Also ich lese gerade nach. Ja, ich habe gerade bei Moviepilot da das noch offen. Da steht auch dran, und da steht was ich voll unterschreiben kann. Wir hatten noch keine Zeit, die Figuren so richtig lieben zu lernen und über Staffeln hinweg aufgebaute Insider-Witze in unseren eigenen Sprachgebrauch zu übernehmen. Das ist vollkommen richtig. Also, wenn ich dran denke, bei How I Met Your Mother, allein Tantrum! Tantrum! Ich allein da schon denke, das hat bei uns tatsächlich ein bisschen im Freundeskreis auf jeden Fall Einzug erhalten. Also solche Sachen. Und das fehlt komplett, auch wenn man es in den letzten beiden Folgen nochmal mit tatkräftiger Unterstützung von How I Met Your Mother versucht. Staffel 2 ist bestellt mit 20 Folgen. Also da kommt auf jeden Fall noch was. Naja, vielleicht finden sie ja dann einen Dreh, wer weiß. Mal gucken. Ja, es gibt ja auch genug andere Serien, die noch laufen, wo ich mich frage, warum sie noch laufen, aber ja. Das frage ich mich bei der nächsten Serie übrigens auch. Also The Servant... Habe ich nie angeguckt, trotz des mir bekannten Darstellers. M. Night Shyamalan, der Regisseur des Ganzen. Ja, der Darsteller, der ist cool. Woher kenne ich ihn den? Ich habe die ganze Zeit überlegt. Du meinst der. Rupert Grint? Ja, den Rothaarigen? Nee. Ron Weasley aus Harry Potter? Nee, nicht den Rothaarigen. Nicht den, Ron den Weasley. Den Ehemann. Da von. Ja, den kennt man auch irgendwoher. Ja, den kannte ich irgendwoher. Ja, den anderen, da wusste ich, ja. Also, worum geht's denn da? Also die Story, ja, wie soll ich sagen? Wir hatten mal einen ähnlichen Sneak-Film. Ich habe die ganze Zeit überlegt, worum es da ging. Und zwar, hier ist es so, ein Paar heuert in der ersten Folge, ich habe nur die erste gesehen, heuert eine Babysitterin an, die bei denen wohnen soll. Und die beiden leben in, was war's? Ich glaube, Chicago oder New York, irgendwo wirklich top, also wirklich in einer sehr, sehr guten Gegend. Nee, Philadelphia ist es. Okay, jetzt hätte ich noch ein bisschen weiter raten müssen, dann hätte ich es irgendwo gehabt. Also die leben in Philadelphia, in einer sehr, sehr guten Gegend, wo es eigentlich sehr teuer ist und so. Also die haben ordentlich Asche und so. Und der Mann ist Berater für so Top-Restaurants hier, die so Sterne-Restaurants haben. Und die Frau, die arbeitet von zu Hause bis dahin, weil sie haben nämlich ein Kind bekommen, für das Kind suchen sie halt eine Betreuung, wenn sie dann beide wieder auf Arbeit gehen wollen. Und ja, sie finden dann auch jemand, die kommt irgendwo wirklich aus so ein absolutes Landei, die dann da bei denen aufschlägt und die ist so ganz so und ganz zurückhaltend und sie kriegt da so ein kleines Zimmerchen in dem riesen Anwesen, was die da haben, in dieser riesen Wohnung und ja, gibt sich mit allem zufrieden und ja, jedenfalls sehen wir dann relativ schnell, dass dieses Kind, was sie betreuen soll, was Mutter und Vater auch irgendwie so ein bisschen bemutteln, eigentlich gar kein Kind ist, sondern eine Puppe. Und wir erfahren dann, dass das eigentliche Kind wohl vor kurzem irgendwann verstorben ist, vor einiger Zeit. Und damit die Mutter nicht die hatte eh schon psychische Probleme dann danach, da haben sie ja halt diese Puppe gekauft, damit sie eben ihre
ja, ihre Muttergefühle irgendwie noch weiter, damit es nicht ganz so dramatisch ist. Und sie soll halt dann irgendwann mal davon entwöhnt werden, von diesem Kind, weil das ist halt jetzt nur eine Puppe und so. Sie behandelt es aber wirklich wie so ein echtes Baby und erwartet das halt auch von allen anderen. Und das ist alles so weird. Und der Vater, Tobi Kebell heißt der. Wo hat er mitgespielt? Prince of Persia. Kennt man zum Beispiel aus Fantastic Four, da hat er den Victor Van Doom gespielt. Da wahrscheinlich, ja. Genau. Und der, der tut das aber manchmal ein bisschen als Quatsch ab, wenn seine Frau nicht in der Nähe ist, dann, was weiß ich, dann nimmt er die Puppe und schmeißt die da irgendwo hin und ja, also wie so ein Plüschtier oder irgend sowas, was er nicht mehr verwenden will, so zack und so. Und dann wird es halt auch so ein bisschen weird, weil die Hausangestellte, die macht da halt genau das Gleiche mit, was die Mutter auch so vormacht. Sie behandelt das Kind auch so und er sagt halt zu ihr, wenn er mit ihr alleine ist, hey, du musst jetzt nicht mit dem Kind hier, du weißt genau, das ist jetzt nicht echt und so. Und sie macht es aber trotzdem und sie geht sogar mit dem Kind draußen spazieren und so, ist alles total weird. Und ich kann mich an einen Sneak-Film erinnern, wo man auch schon mal so was Ähnliches hatten mit so einer... The Child war es, ja. Ich bin nicht drauf gekommen. Wo dann hinterher rauskam, warum sich die Puppe bewegt und warum die plötzlich in anderen Räumen sitzt und so. Also hier hat die sich noch nicht bewegt. Ich weiß es nicht, ob die sich dann noch bewegt. Keine Ahnung, also hier geht es, glaube ich, eher so um diese Psychospielchen da mit den Eltern und so. Und das hat mir aber sowas von nicht so richtig gefallen. Das war halt einfach so... Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt gerade reingeschaut gehabt, weil wir das bei Fortsetzung folgt besprechen und da kommen noch zwei Staffeln, was soll da kommen? Da ist jetzt die erste Staffel schon und jede Folge hat geht eine Stunde. Was soll denn da kommen? Ey, was soll ich mir da antun? Das hat mich ja jetzt noch nicht gecatcht und deswegen habe ich das dann auch nach der ersten Folge mal abgebrochen. Kann ich dir auch nicht sagen, weil ich habe es nie angeguckt. Trotz Rupert Grint habe ich mir das nicht angetan, weil ich grundsätzlich die Filme ja schon sehr abstrus und verwirrend finde von M. Night Shyamalan. Dann auch noch eine Serie dazu. Aber warum die drei Staffeln hat, kann ich dir auch nicht beantworten. Weil ich denke mal, dass das Grundthema mit dem Baby irgendwann in der ersten Staffel irgendwann erledigt. Außer es ist irgendwie... Ich weiß es nicht. Die Puppe wird dann doch noch lebendig oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ich hab's kommt nie doch, geguckt, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kommt doch wieder ein neues Dienstmädchen dazu oder so, ich weiß nicht. Also Rupert Grint spielt so den besten Kumpel von dem Ehemann. Also der kommt dann mal vorbei und baggert, will auch an dem Hausmädchen ein bisschen rumbaggern und so. Aber seine Rolle wird wohl immer größer innerhalb der Staffel, innerhalb der Serie. Also der zählt mittlerweile als Hauptdarsteller dort. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich es so weit schaffen würde. Also keine Ahnung. Also Servant, es sei denn. Moment mal. Hier läuft gerade auf IMDb. Läuft hier gerade so ein Trailer dafür und da siehst du das Kind am Leben. Das lebt. Ah. Ich glaube, da gab es auch so eine Szene. Ich dachte, es war eine Traumsequenz, wo das dann plötzlich die Augen bewegt und so weiter. Und vielleicht war es doch keine Traumsequenz. Ich habe ja das Ding eh nicht kapiert. Also von daher, vielleicht kann es mir jemand in den Kommentaren oder so, vielleicht sagt jemand, ey, ich habe es bis zu Ende, jetzt dritte Staffel, ey, das musst du gucken. Dann gebe ich dem vielleicht nochmal eine Chance oder so. Aber momentan ist einfach, es war mir gestern einfach auch viel zu schwer, wo ich das geguckt habe. Aber was mich interessiert, wo ich vielleicht mal reinschauen werde, ist in das Game, was der Chris gleich vorstellt. Games. Das Game, das ich vorstellen möchte, das ich mitgebracht habe, ich hätte eigentlich noch ein anderes mitbringen können, aber ich habe jetzt dafür entschieden, ist Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ich bin etwas hellhörig geworden oder aufmerksam geworden, als ich das gelesen habe, weil ich früher ein riesen Turtles-Fan war und eigentlich auch immer noch bin und ich das auch sehr, sehr mag. Und es gab auch relativ coole Spiele damals, so typische Rage-Spiele, so Rage- und Klopf-Spiele. Prügeln und kämpfen. Und da habe ich mir das angeschaut, habe festgestellt, okay, hervorragend, das Spiel gibt es im Game Pass für umsonst, weil es sonst kostet 25 Euro. Und ich war total begeistert. Ich muss wirklich sagen, ich war total begeistert, weil es einfach ultra Spaß macht. Also es ist wirklich ein Spiel gemacht, schön auf pixelige Grafik, es ist komplettes Retro-Feeling, wie man
munter da durch die Straßen von New York rennt. Schön lineare Level, ganz einfach gehalten alles. Nicht so viel Schnickschnack, sondern einfach rein, Hirn aus und ja, Grafikeffekte quasi wie zu Zeiten vom Super Nintendo oder vom Mega Drive, Sega Mega Drive. Einfach herrlich. Man kann sich auswählen, mit wem man kämpfen möchte. Entweder einen der vier Turtles. Wer von euch weiß, wie die vier Turtles heißen? Donatello. und dann hörst du schon auf. Michelangelo gab es noch. Michelangelo, genau. Raphael und Leonardo. Ja. Oh. Leonardo. Aber da ist ja noch ist ja noch ein Zusatzcharakter dabei bei dem Spiel, ne? Ja, es sind noch mehr dabei. Also du kannst auch als Splinter spielen, also als der Meister Splinter, als die Ratte oder als April O'Neil, als die rasende Reporterin. Und es ist, wie gesagt, du rennst da durch, du klopfst eigentlich die ganze Zeit auf irgendwelches Zeug drauf. Es sind alle großen Bosse oder alle Bösewichte eigentlich versammelt. Es ist ganz arg süß gemacht. Ich fand es total herrlich Retro-Style-mäßig. Geht schnell von der Hand. Es ist wirklich Casey gut Jones. Casey Den Jones. Musst du freispielen, ja, deswegen habe ich es nicht erwähnt. Ah, okay. Ist grad gefunden. Aber toll, ja, soviel zum Thema Spoiler. Es gibt es auf so ziemlich allen Plattformen, ich glaube auf der PS4, allerdings kann man es nur lokal zu viert spielen, ansonsten kann man es mit bis zu 6 Leuten spielen. Also auf der Switch geht es auf bis zu 6 Leute, wo man sich zusammenwürfeln kann via Internet, was auch ganz cool ist, was einfach so, es ist ein Zwischenvertreib. Es ist nichts, was, wo man unzählige Stunden reinhaut, sondern es sind immer kleine Level, die gehen so zwischen, ja, je nachdem wie schnell man ist, so zwischen 6 und 15 Minuten, hätte ich jetzt gesagt. Und ja, es gibt Aufgaben, die man erledigen muss, die man rausfinden muss und viele kleine Gimmicks und den typischen früheren Turtles-Humor, den es einfach zu Beginn der Serie oder das Zeitalter der Turtles gab. Und wer das mochte oder wer das mag, der wird Shredder's Revenge sehr feiern, genauso wie ich es auch gemacht habe. Hm. Kannst du mir empfehlen? Also wie gesagt, im Game Pass ist es drin. Wusste ich gar nicht, dass es im Game Pass ist. Wusste ich gar nicht. Werde ich gleich mal gucken. Ich habe es nur bei Game 2 gesehen, habe gedacht, oh, das muss ich mir mal angucken. Ja, ja, und wie gesagt, wenn man nichts dafür bezahlen muss, ist es natürlich noch schöner. Für Umme. aber 25 Euro würde ich jetzt, sage ich auch ehrlich, würde ich nicht dafür ausgeben. Ja, das, ja. Na gut. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge war das der Game-Tipp. Und habt ihr Bock auf ein Rätsel oder wollen wir es heute auslassen? Ich bin dabei. Ist das schon die erste Frage, oder? Eine Begeisterung hier. Ich habe schon gewonnen, ich habe direkt Ja gesagt. Eine Begeisterung. Eieiei. Wie heißt einer der ersten Ewan McGregor Erfolgsfilme? Bonusfrage. Shallow Grave, richtig. Also, die Frage ist, worum geht's in Shallow Grave? Übrigens ein sehr empfehlenswerter Film, kann man auf diversen Streaming-Plattformen noch gucken, wer ihn nicht kennt, anschauen. Antwort 1, ne? Ein paar Studenten ziehen in ein altes Haus, in dessen Keller seltsame Dinge passieren. Zweitens, der Nachtwächter einer Bank hackt mit seinen Freunden einen irrwitzigen Plan aus, um die Bank auszurauben. Drittens, der neue WG-Mitbewohner stirbt und die anderen finden bei ihm eine Menge Geld. Viertens, auf einem Bootstrip findet ein Pärchen eine Leiche im flachen Wasser und wird bald selbst zur Zielscheibe. Worum geht's in Shallow Grave? In dem ersten Film. Ich habe die ersten Film Erklärungen schon vergessen. Von Ewan McGregor. Ich lese es gerne nochmal vor. Dann, bitte. Erstens, ein paar Studenten ziehen in ein altes Haus, in dessen Keller seltsame Dinge passieren. Zweitens, der Nachtwächter einer Bank hackt mit seinen Freunden einen irrwitzigen Plan aus, um die Bank auszurauben. Drittens, der neue WG-Mitbewohner stirbt und die anderen finden bei ihm eine Menge Geld. Viertens, auf einem Bootstrip findet ein Pärchen eine Leiche im flachen Wasser und wird bald selbst zur Zielscheibe. Ich tippe auf 3. Ich nehme das erste. 3 ist richtig. Der neue WG-Mitbewohner stirbt und die anderen finden bei ihm eine Menge Geld. Dann müssen sie die Leiche verstecken und wo eine Menge Geld ist, natürlich auch Leute, die danach suchen. Ein sehr empfehlenswerter Film. Richtig cool. Sehr abgefahren. Von wann ist der? Der war vor Trainspotting, ein ganzes Stück. Wann war Trainspotting? 94 oder so. Muss irgendwie 92 oder so. Schätze ich mal.
Okay, aus der Rubrik richtig oder falsch, kurz oder glump. Star Wars, Episode 4. Ja, also der von 1970. Ist einer der besten Filme aller Zeiten, richtig. Ist in dem Ranking bei IMDb vor Zurück in die Zukunft, ist das richtig oder falsch? Wer muss zuerst antworten? Der, der zuerst fragt, du. Ich sag, das ist falsch. Chris? Ich sag, das ist richtig. Das ist richtig. Platz 28 und Back to the Future ist Platz 30. So, wie steht's jetzt? 2 zu 0, ja, so rum. Okay, nächste Frage. Richtig oder falsch? Das könntet ihr wissen. Da baue ich fest drauf, dass ihr mit bisschen Überlegen sogar die richtige Antwort habt. Avengers Infinity War und Spider-Man Into the Spider-Verse sind aus demselben Jahr. Richtig oder falsch? Nochmal, welche beiden? Avengers Infinity War und Spider-Man Into the Spider-Verse. Du bist auch zuerst dran jetzt. Die sind aus demselben Jahr. Bist du da sicher? Dann hätte ich es nicht gesagt. Ich sag's Gegenteil. Ist nicht wahr. Ist aber richtig. Da ist jetzt ein überzeugender Sieg vom Chris heute. Aus dem Jahr 2018, um genau zu sein, kamen beide ins Kino. Hast ja geowned hier. Geowned. Ja. Einfach mal ein bisschen Muskeln spielen lassen, ne? Ja. Ah, nee, die Schätzfragen hebe ich mir auf. Die hebe ich mir auf. Jetzt kriegt der Chris erstmal hier sein wohlverdientes X hier. Oh, ich habe X. Ich habe vergessen, den Musiktipp zu machen. Ich auch. Ich auch. Da lassen wir den, oh, ich auch. Lassen wir den heute mal weg. Genau, ich habe auch nichts. Oh, jetzt haben wir gar nicht alle nicht dran gedacht. Vielleicht ja, ich habe eine tolle Ausrede, weil ich habe eine Playlist erstellen dürfen für die Hochzeit, für eine Hochzeit von Freunden, die gefragt haben, ob ich da was machen kann. Ich habe da für so Hintergrundmusik und ich habe da so viele Songs zusammengetragen, so in einer Klavier- oder Gitarrenversion. Einfach großartig. Aber wenn ich jetzt mich für einen, glaube ich, entscheiden müsste, gerade ganz spontan, hätte ich Drops of Jupiter genommen. Aber just so. Machen wir nächstes Mal. Ich habe auch eine gute Entschuldigung, genau. Aber die will ich jetzt nicht erwähnen. Okay, dann sind wir durch für heute. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen, wie immer. Und gucken wir mal, dass wir morgen einen coolen Film in der Sneak Preview erwischen, über den wir dann nächste Woche reden können. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Der Kinocast.